Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Battlestate lenkt ein. Mit der Veröffentlichung der neuen The Unheard Edition, dessen Features, die es nur in der Edition gibt, wie zum Beispiel den PvE-Modus und die einzigartigen Items, die es uns ermöglichen, dass Scavs uns bei einer Entfernung ab 60 Meter nicht beschießen und natürlich dem sagenhaften Preis, den wir dafür löhnen sollen, gab es von der Tarkov-Community einen ordentlichen Shitstorm, der jetzt anscheinend erste Früchte trägt. Größter Streitpunkt war hier ganz klar, dass die EOD-Besitzer gefühlt leer ausgehen und nichts von den versprochenen DLC-Inhalten bekommen, die uns beim Kauf damals versprochen wurden. Denn alle Inhalte, die jetzt mit dem Patch und der neuen Edition dazukamen, sind nicht Bestandteil der EOD-Version und so sollten wir dahingehend gar nichts bekommen, außer bisher die Tarkov Arena. Aber nun lenkt Battlestate Games ein und verkündet in einem Post auf Reddit und X, dass die EOD-Version jetzt neue Inhalte bekommt, um den Support zu ehren, den wir durch unseren Kauf der damals teuersten Version des Spiels getätigt haben. Gehen wir einmal die Inhalte durch, die wir als EOD-Besitzer nun bekommen sollen. Einmal sollen auch wir versicherte Artikel schneller zurückbekommen, unser persönliches Kauflimit bei Tradern wurde um 20% erhöht. Wir erhalten von Beginn an höheres PMC-Karma, sobald es implementiert wird. Wir erhalten einzigartige Hideout-Crafts, die nur wir im Hideout craften können. Wir bekommen einen von Grund an höheren Charisma-Skill. Des Weiteren bekommen wir eine Special Questline mit größeren Taschen als Belohnung. Wir bekommen die Möglichkeit, zwei Operational Quests am Tag for free zu changen. Dann bekommen wir noch ein einzigartiges Dogtag, ein einzigartiges Armband, ein einzigartiges Kleidungsset und ein einzigartiges Legacy Device. Dann sollen wir noch ein High Priority Matching für 6 Monate bekommen. Und jetzt kommt wohl der Part, der den größten Streitpunkt ausgemacht hat, und zwar geht es um den PvE-Modus. Hier sollen wir als Edge of Darkness Besitzer jetzt auch Zugang bekommen, allerdings für 6 Monate. Diese Änderungen und Ergänzungen sollen so schnell wie möglich kommen, allerdings wurde auch noch einmal darauf hingewiesen, dass der PvE-Zugriff erst gewährt wird, sobald Battlestate die Serverinfrastruktur für diesen Spielmodus gestärkt hat, da die Server für den PvE-Mode aktuell noch sehr begrenzt seien. Aber jetzt mal Tacheles, meine Freunde. Sicher ist es ein erster guter Schritt, hier einzulenken, aber mal ehrlich, da sind schon direkt wieder Dinge dabei, die mich triggern. Wir bekommen als EOD-Nutzer jetzt auch den PvE-Modus, aber nur für 6 Monate und Matching Priority High auch nur für 6 Monate? Was soll denn dieser Schwachsinn wieder? Meiner Meinung nach entweder ganz oder gar nicht, denn nur ein bisschen schwanger sein geht auch nicht. Und dass wieder ein Modus implementiert wurde, für den im Vorfeld nicht genug Serverkapazitäten geschaffen wurden, aber trotzdem wird der Modus dann schon gelauncht? Was soll der Mist? Wer ist denn da für die Planung zuständig? Also das verstehe ich beim besten Willen nicht, aber haut mir gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Und dass erst die Community aufschreien muss, bevor BSG auf die Idee kommt, Anpassungen bei der EOD-Version dazu zu machen, finde ich auch schon schwach. Alles in allem finde ich es zwar trotzdem gut, dass sich in der Hinsicht was tut und BSG einlenkt. Ob damit der Drops jetzt aber schon gelutscht ist, bleibt abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt und halte euch auf dem Laufenden. Haut mir eure Meinung zu dem Ganzen gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das erstmal wieder von mir. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.